Jawohl, Freunde, der VK-72er darf natürlich im Gegnerteam nicht fehlen. Und als Ausgleich bekomme ich wieder die Leute, die sich nach 5 Sekunden totschmeißen. Na klar, na klar, na klar. Ja, fast jede Runde hat der Gegner irgendwie irgendwelche overpowerten Panzer, ne? Und so einen VK-72er kriegst du auch nicht mal eben platt. Erstens hat er viel zu viel HP, zweitens hat er viel zu viel Panzerung, drittens hat er eine fette Kanone. Tja. Ja, ich kann jetzt wählen, ne? Wenn ich nach links fahre, werden wir die rechte Flanke verlieren, ne? Wenn wir die rechte Flanke verlieren, verlieren wir automatisch die zwei Artis. Jetzt ist halt die Überlegung, wohin fährst du? Auf was schießt du? Natürlich bounce ich am Leopard. Da bin ich mal wieder der Einzige, der auf den Leopard schießt, wa? Na sicher, na sicher, na sicher, na sicher. Hey, wieso schießt keiner diesen Leopard ab, Alter? Was geht denn ab mit der Menschheit? Ja. Und jetzt ist er irgendwo in den Büschen am Verstecken, Alter. Geil. Ja, und ich stehe hier unten im Kreuzfeuer des Todes. Und wie schon vorausgesagt, hat der VK-72er da alles plattgewalzt, ne? Gegen das Ding ist ja auch kein Kraut gewachsen, Alter. Das Ding überlebt sämtliche Schüsse und Arti-Treffer und whatever, ne? Ja. Ja, der One-Shot-Leopard, der die ganze Zeit nicht beschossen wurde, ne? Ja, und da ist er, der Autoloose. Wargaming hat mal wieder unfairerweise einen overpowerten Panzer ins Gegnerteam reingesteckt und die besseren Mitspieler. Beide Scouts vom Gegner leben noch, meine Scouts sind schon längst tot. Ich stehe auch mit dem Damage wahrscheinlich auf Platz 1 oder so, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, so ist es. Da ist er. 4200. Ja, und der Leopard konnte auch nur so viel Damage machen, weil er die ganze Zeit nicht abgeaimt wurde, ne? Wie immer, ne? Was habe ich denn so bekommen? Oh, eine Maus mit 0 Damage. Das ist doch mal super fair. Was bist du denn für einer? Ah, toll, toll. Was haben wir da? Ein Manticore. Hat kein Spot und kein Damage. Ja, wunderbar, ne? Kuss geht raus an Wargaming, Alter. Und der FV, der 10er, auch gar kein Damage. Wunderbar.
Und meine beiden Leopards. Oh, auch elendige Noobs mit null, fast null Damage. Ja, wunderbar. Ja, beide richtig schlechte Stats. Was haben wir im Gegnerteam? Zwei gute Leopard-Fahrer, die ordentlich Damage gemacht haben. Auch wenn die Stats jetzt nicht wunderbar sind, aber Platz 1 und 2, ne? Ja. Was soll ich dir sagen, ne, Brudi? Und der VK-72er natürlich im Gegnerteam, ne? Das muss ja. Ist ja Standardprogramm. Wargaming schämt sich ja auch gar nicht dafür, ne? Das ist ja offenes Geheimnis, dass der Akku per Matchmaker gebalanced wird, ne? Wie man so schön sehen kann. Wunderbar, ne? Ja, lauter 907er VK-72er in beiden Teams, 260er im Gegnerteam VK-72er. Gucken, von wo der Gegner angreift. Tja, linke Seite bricht ein. Ich gehe schon mal rüber. Wenn unser FV mal schlau wäre und mal nach hinten fahren würde, könnte der ein bisschen länger überleben. Ja, ihr könnt da auch mal. Ja, siehst du, der hat gerade die One-Shot-Schelle. Habt ihr das gesehen? Der hat gerade die 2000er Kelle kassiert vom FV, ne, weil er da stehen geblieben ist. Ja. Ich krieg natürlich wieder die Noob-Mediums in mein Team, ne? Die nichts können, Alter. Ja. Ja, und jetzt rutsche ich hier runter, oder was? Wieso ist denn der 121er da jetzt an die Front gefahren, Alter? Ich meine, abgesehen davon, dass er blöd ist, das ist mir schon klar. Also halten wir mal fest, unsere Mediums hatten es eilig mit dem Sterben, ne? Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt so schnell so haushoch verlieren, ne?
Also sämtliche Mediums bei uns im Team waren nach 1 bis 2 Minuten weg. Wieso pinkt denn der da die ganze Zeit? Was soll das werden, Alter? Ey, gib doch mal Ruhe mit deinem TD. Wieso gehe ich denn auf, wenn ich so weit hinten im Busch stehe jetzt? Macht gar keinen Sinn. Okay, sehr, sehr interessant. Okay, jetzt kommt die Magic Panzerung vom 260er. Er zieht mir noch mal ordentlich HP, bevor der stirbt. Natürlich war auch niemand von uns hier eingeaimt, wenn ich den jetzt hier bearbeite, ne? Teamwork existiert ja nicht, ne? Im eigenen Team. Da wird halt mal einfach auf nichts geschossen. Ja, das war der FV. Ja, der Gegner hat noch sämtliche Scouts übrig, ne? Alle Scouts im Gegnerteam sind noch am Leben, Alter. Ne, von unseren Leuten natürlich nicht. Unsere Leute sind schon alle weg. Von meinen Leuten schießt halt keiner, wenn Ziele aufgehen, ne? Ja, das war die nächste FV-Schelle. Was ich nicht alles tun muss, damit die gegnerischen Scouts mal aus dem Spiel sind. Ja. Ja, was soll ich dir sagen, Alter? Was soll ich dir sagen, Brudi? Ja, versenkst du jetzt deine Grille, ne? Gehst du jetzt schön schwimmen mit der Grille, ne? Ja. Er sucht schon das Wasser. Er will es wissen, Alter. Er will wissen, ob er Seepferdchen kriegt oder nicht. Ja, du hast keine Wahl, du kriegst jetzt sowieso von hinten, also. Lol. Die Schwimmsaison ist eröffnet, Alter. Ja, wie viele Nullen habe ich denn bei mir im Team? Was ratet ihr denn? Komm, schreibt's mal in die Kommentare. Ich gehe mal von 5, 6 Panzern mit 0 Damage aus.
Oder mit nur einem einzigen Schuss, so irgendwie 300 Damage oder 400 oder so. Die sind doch wieder reingejodelt, als gäb's keinen Morgen, Alter. Hier. 10er Super, 10er Super, ne, ja, aber der hat gut was abgewehrt, dann geht das ja noch. Der 10er Light, nichts gerissen, ne? Kein Spot und nur 100 Damage. Geil. Ja. Der andere Super Heavy, auch ein Schüsschen penetriert, das war's. Der Foch, ein Schüsschen penetriert, weggeplatzt. 10er Medium, gerade mal so die 1000er Marke geknackt. Ja, was soll ich dir sagen, Junge, ne? So gewinnst du keine Gefechte. Also, ich habe einen 279er in meinem Team, aber leider Gottes weiß der Typ nicht, auf welcher Flanke man dieses Spiel gewinnt auf dieser Map. Der ist da komplett auf die falsche Flanke gedüst. Ja, das wird leider eine Niederlage, ne? Weil unsere Heavys alle falsch gefahren sind. Sowohl der 279er als auch diese BZ-75er, die sind alle falsch. Der Scout von uns hat auch keinen Bock, der sitzt da in irgendeinem nutzlosen Busch. Ich habe hier keine Hilfe, der Typ da oben über mir hat keine Hilfe. Und wir haben jetzt schon ein paar tausend HP weniger als der Gegner, ne? Wie man so schön sehen kann. Problem ist auch, dass der Gegner einen FV hat, ne? Wenn ich hier gewone-shottet werde, weil hier keiner hilft, ist natürlich. Ja, wie man sieht, hier ist Full House, ne? Wir haben hier keinerlei Hilfe. Ja, was soll ich dir sagen, ne? Zwei Artis, die nicht eingeaimt sind hier. Leute, die hier oben rumgammeln und nicht mitspielen. Was willst du mehr, Alter? Das ist doch schon wieder herrlich. Ja, du Laberbacke, wo soll ich denn zurückfallen, Alter? Wenn die durchfahren, haben wir eh das Spiel verloren. Stattdessen könntest du mal hier ranfahren und ein bisschen mitschießen, ne? Was hältst du denn von der Idee? Ja, danke fürs Nichtschießen, ne? Meinst du, meine Arti kommt irgendwie mal auf die Idee, hier hinzuschießen? Ich habe zwei Stück, Alter. Ich habe einfach zwei Artis, die nicht ein einziges Mal hier hinrotzen. Na, das ist wieder legendär. Also nicht nur, dass mein 279er, ja,
Deren Arti ist halt voll motiviert und schießt überall rein, ne? Ja, was soll ich dir sagen? Unser 279er hätte genau dahin fahren müssen, wo ich jetzt war, in diesem Tunnel. Die 279er-Position auf der Map ist entweder hier in der Halle oder in diesem Tunnel. Da kannst du die Frontpanzerung einsetzen. Fährst du aber wie unser 279er da drüben hin, kassierst du halt von allen Seiten und kassierst auch von der Arti. Das ist halt die schlechteste Position, die du dir aussuchen kannst, ne? Ja. Der Kollege haut lieber Full HP ab, anstatt mal da unten mitzuhelfen mit seinem Heavy, ne? Das ist ein 113er, der hat ordentlich Panzerung und eine dicke Kanone, Alter. Der hätte jetzt ruhig mal da ein bisschen mithelfen können, aber er hatte keinen Bock. So, und da ist die Niederlage, obwohl wir einen 279er hatten. Und ich habe es am Anfang vorausgesagt. Ja, unser 279er war halt wieder der Noob des Jahrtausends, der auf die falsche Flanke gefahren ist, ne? Ganz easy, Alter. Einfach mal das Spiel verloren, ne?